Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Karliczek, Frau Müller ist nicht nur eine nette Frau, sie ist auch eine sehr kompetente Frau, die dieses Thema der Tourismuswirtschaft, glaube ich, sehr gut bedienen wird. Und darauf können Sie sich verlassen. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Das war vor 25 Jahren das Leitmotiv einer Rede des Bundespräsidenten Roman Herzog, circa 500 Meter von hier entfernt im Hotel Adlon. Nun glaube ich nicht, ich war damals 21 Jahre alt, dass ich alle Handlungsanweisungen geteilt hätte. Aber die Analyse von Stillstand in bestimmten Bereichen und dass wir eben Aufbruch brauchen, die war damals richtig und die ist heute richtig. Und Minister Habeck hat das in seiner Rede deutlich gemacht. Wir brauchen einen Aufbruch bei den erneuerbaren Energien, in der Digitalpolitik, bei den Innovationen. Lukas Köhler hat es angesprochen. Und wir gehen das entschlossen an. Und gerade bei der Energiewende geht es auch ganz zentral um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, der deutschen Industrie. Wenn wir es nicht schaffen, jetzt in den nächsten Jahren an Tempo zuzulegen, dann laufen wir Gefahr, auch den Standort zu beschädigen. Das ist die Wahrheit, die in der AfD nie verstanden werden wird. Aber die Industrie hat sie längst verstanden und geht mit ihr einen gemeinsamen Weg mit uns. Ich hatte ja die Ehre, in den Koalitionsverhandlungen im Bereich der Innovationspolitik mitzuverhandeln. Und auch dort brauchen wir Neuerungen. Bei den anwendungsbezogenen Innovationen ist ja nun angedacht, auch eine große Agentur, ich sehe auch die Kollegin Anna Christmann in diesem Bereich, auf den Weg zu bringen, die dort Innovationen industrienah, aber natürlich auch im Bereich Klimaschutz, Forschung und Entwicklung auf den Markt zu bringen, sodass wir wirklich vorankommen bei den Geschäftsmodellen, die wir brauchen. Wir brauchen neue Weichenstellungen auch in der Start-up-Förderung. Wir brauchen Weichenstellungen auch beim Thema Transfer und Innovation. Die Agentur für Sprunginnovation soll besser ausgestattet werden. Ein Dateninstitut, um auch das Thema Digitalisierung in der Breite aufzustellen. All das sind wichtige Themen, und die stehen für Aufbruch, und dafür steht diese neue Koalition. Ich habe mir trotzdem vorgenommen, in meinen 3 Minuten Redezeit auch die Corona-Krise und die kleinen und mittleren Unternehmen anzusprechen. Frau Karliczek, Sie haben da völlig recht. Das ist ein Thema, das viele umtreibt. Und ich kann nur jeden auffordern, ermuntern, auch die Kümmererposition, egal ob Sie in der Opposition oder in der Regierung jetzt mitwirken, einzunehmen, was die Gastronomen angeht, was aber auch die Frage der Veranstaltungsbranche angeht. Wir führen die Gespräche. Die Auszahlung der Überbrückungshilfe 4 sind jetzt vorgezogen. Die laufen jetzt. Wir sind hier auch auf Tempo ausgerichtet. Wir wissen, dass wir hier eine schwierige Situation in den nächsten Wochen und Monaten haben. Und Sie können sich darauf verlassen, dass wir uns darauf kümmern. Wir alle hoffen, dass wir nach dieser Welle in einen Zustand kommen, der dauerhaft ein besserer sein wird, damit wir da auch Verlässlichkeit kriegen, auch für unsere kleinen Betriebe, für die Selbstständigen. Darum wird es gehen. Verlässlichkeit, Planungssicherheit, Aufbruch. Dafür steht diese Ampelkoalition. Und ich freue mich, mit dabei zu sein und freue mich auf die weitere Debatte. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Hans-Jörg Durr.